Ich pariere ganz normal. Ihn davon neu würfeln, denke ich. Ah, mit der 18, nein, nicht mit der Achso, und 18. schickst du das Nicht mit. rund? Ich habe meinen noch nicht benutzt. Ich habe geglückt. Oh, richtig gut. Aber nein, nein, nicht mit der 18. Vergiss es. Das war deine zweite Aktion. Dann hau ich dir jetzt mein Schwert rein. Wuchtschlag 2, Wuchtschlag 3. Jetzt Heute kommt. nicht, Tim. Ach, hohen Schicksalspunkt habe ich schon benutzt, ne? Oder nee, habe ich noch nicht. Hab Nein, hast du nicht. ich nicht, dann hau ich jetzt nochmal rein. Wow. Ich Doch, bekam ich auch hatte meine Turm. ich hatte ihn schon benutzt. Für was? Ja, doch, Egal. für meinen ersten Angriff. Mir war Komm. wichtig, dass es giftig. Egal, Facts wird Ja, es. Wahrheit kommt wieder. Das war erstmal nur nicht geschafft. Dann waren das deine Aktion oder das vorgezogen, Fixarius? Ich will jetzt Seil um Hogan und Leib schlingen und da das Seil mit dem anderen Seil, das vom Dach runterhängt, verknoten. Fesseln und Fesseln. Okay. Wir sind nicht gescheitert. Der Plan hat sich nur ein wenig drastisch verändert. Ja. Seine Entführung. Ja, ich bunkere Horon irgendwo an und wir erpressen ihn. Kann ich Okay, nicht mehr. dann war Preis das deine hat's. Aktion. Ja, dann sind schon die Wachleute. Eins, zwei. Ja, weiter kommt er nicht. Wir sind 25, sprinten. 25 Meter? Wenn er sprintet, klar. Nein, Sprinten ist dreimal geerst. Oh, Vorhin ja. durch Türen, muss ich die Türen aufmachen, Türen zu, oder? Wo ist denn das Gegenüber eine Tür? Wir haben festgestellt, dass es keine auf? Türen sind. Und Achso, ich okay. lasse ihn hier mal vor dem Nebel abstocken, weil der sich muss erstmal muss er sich wieder orientieren. Dann. Der geht hier lang, da lang, da lang. Und dann lasse ich ihn erstmal hier auf der Treppe stehen, weil wegen Ecken. Dann tauchen die in diesem Stockwerk auf. Diese hier tauchen in diesem Stockwerk auf. Und da ist noch ein Wachmann. Schiebe ich auch noch nach oben. Nee, weißt du was? Der ist clever. Der geht nach draußen. Ist er tatsächlich? Vielleicht die falsche Seite, aber der geht nach draußen. Gut, dann waren das meine Aktionen und Positionen. Ja, man das. Sehe ich den, der Ja, hier durchkommt? klar. Ja, dann schnell ziehe ich meine, weil er ist Trainer. Ja. Und da ich noch meine zweite Aktion Zeit habe, ziele ich eine Aktion. Also ich mache meinen Schuss bereit in einer Aktion und mit meiner zweiten Aktion sage ich eine Trefferzone an. Und zwar das Auge. Wow. Was? Nicht Ja. ins Herz? Nicht ins Herz, nicht mit einer Ballestrina. Dann So. gucken wir uns mal unsere Hausregeln zu den beiden Trefferzonen. Das sind 8 Schritt. Das sind die zweite Distanz, die dritte Distanzklasse. Auge ist plus 20, ne? Nicht für ihn, Und Erstmeister, nicht für ihn, für Erstmeisterschütze. Meisterschütze plus 10. So, er ist ein mittlerer Gegner, das heißt plus 2. Würfel mal. Ja, ich würfel einfach mal und dann addieren wir, rechnen wir raus. 11, Oh, das ist auf 22 jeden Fall geschafft. das reicht. Dieser Treffer funktioniert wie ein gezielter Stich. TP gleich SP. Wundschwelle minus 2. Zusätzlich zur Munition. Eine zusätzliche Wunde. Außerdem führt ein Augentreffer zum Nachteil einäugig. Das eine Bolzenballestrina? Das ist eine Bolzenballestrina. Dann ist Wunschwelle minus 4. Ich glaube, das ist nicht kumulativ. Er hat gerade gesagt, zuzüglich der Doch, Munition. ja, Ach so, ist okay, dann habe ich kumulativ. das. Wie Ja, viele das sind, Schadenspunkte? sind nur acht 8. Schadenspunkte, aber das sollte trotzdem ordentlich. Er hat eine Wundschwelle von 9, sag ich mal. 9 minus Nein. 4 ist er bei der 5 bei der ersten. Was ist denn seine K.O.? Ja, wenn er einen 9er Wunschwelle hat, hat er vermutlich eine 7, hat 15? er vermutlich eine 7er nach K.O., also dann eine 15 14er, plus. 15er K.O. Also 15 plus Eisern sind wir bei 17. Minus 4, dann sind wir bei. Das ist eine Wunde. Plus die zusätzliche. Also 2 Wunden. Zwei Wunden. Was ihm dann noch 4W6 Schaden gibt, weil pro Wunde am Kopf kriegt man 2W6. Und Ja. Inni-Verlust und Würfel lassen wir Selbstbeherrschung. Eben gerade Wunde, Zustand, Wunde. Noch zusätzlicher 11 Schaden und Inni verliert er auch ziemlich viel. Er ist nicht tot. Er würfelt aber mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ist ja nicht so schwer Schwert, ne? Nö, da bleibt stehen. Aber ist es ihm das wirklich wert? Er hat gerade einen Pfeil in ins Auge bekommen. Da zieht man sich doch eher zurück, oder? Also er dient Horun. Ja, aber er dient größtenteils zu ruhen mit der Intention, danach noch zu leben. Er dient Er Horun. ist kein Tempeldiener, der irgendwie für seinen Er Gott jetzt würfelt in den mal eine Tod Mutprobe. geht. Mutprobe.
1. Das ist so eine Frage. Warum rede ich mir mal auf den Mund fusselig? Gut, dann kriegt er irgendwie weniger Initiative. Ich ziehe ihn einfach mal auf die 8. Irgendwie sowas wird schon passen. Unter euch. Das war deine Aktion. Nächste Kampfrunde. Sturmangriff. Ich würde vorziehen. Ja. Ich würde mich hinter den Flintmann stellen und wie in den Typ weiter zu fesseln, wenn das geht. Keine Ahnung. Ist er nicht schon gefesselt? Also nein, fesseln ist nicht gelungen. Du bist in einer absoluten Kampfsituation. Hier ist dein Leben bedroht. Fesseln plus 5. Ach du Scheiße. Ich rufe noch Fex Hilfe. Kann ich mal rackeln? Kann ich? Klar kannst du. Klar, aber das kostet dich eine Aktion. Er hat ja 2. Ja, aber das Fesseln dauert auch 2. Das reicht ja. Ein Mirakel. Okay, Mirakel, ich mach um. Fexhilf. Liturgien. Es ist unten unter Sonstige. Die Liturgie-Kenntnis. Da würde du als Magier auch deine Ritualkenntnis geparkt hast. Ja, ich hab vorhin meine Ritualkenntnis, wo wir ihn tragen, aber ich sehe nicht wo. Würfel einfach 3W20. Oh. Wow, Scheiße, die waren dann. Du hast keinen Schicksalspunkt mehr, ne? Nein, ich hab die von verbrannt. In der Hektik stolperst du, fällst hinter das Bett und das Seil wickelt sich so ekelhaft um dich, dass du erstmal 2 Aktionen brauchst, um dich wieder zu entfesseln. Moment, das war jetzt bloß die Mirakelprobe. Das war nicht die Fesselprobe. Also, finde ich nicht gut, was du gerade machst. Ne, finde ich nicht gut. Karma-Energie kann immer nur Orten drin greifen. Also plus 5 mache ich Fesseln trotzdem egal. Ja, jetzt machst du plus 10. Ernsthaft? Bei der Doppel-20? Also nirgendwo ist eine Konsequenz für gepatzte Mirakel vorgesehen. Doppel-20. Soweit ich weiß. Ich würfel einfach mal. Plus 10 wird, wenn nicht klappt, aber egal. Ich blätter gerade frenetisch meine Wechselturgien durch. Die plus 5 oder hätte die auch nicht geholfen? Ja, dann dauert das. Also dann stopperst du halt nicht und wickelst dich halt selbst nicht, aber es dauert wieder. Also tust halt wieder nichts. So, ja, das war deine vorgezogene Aktion. Ja. Ja, man soll vorziehen. Vor, bevor sein Sturmangriff. Und zwar, da wir auf dem Bett sind, fühle ich mich mal sicher, meine Balestrine einer freien Aktion fallen zu lassen. Ja, das geht. Und nehme dann eine zweite freie Aktion, um meinen Dolch zu ziehen. Mhm. Ich will nicht alle 3 aufwenden, um 2 Dolche zu ziehen, deswegen nehme ich nur mein langen Dolch in der rechten. Genau. Dann fange ich jetzt mit dem Sturmangriff an. Ja, wahrscheinlich kannst du deine Distanz. Der Sturmangriff fängt auf seiner Distanzklasse an. Darf ich uns einwerfen? Na? Macht einen Sturmangriff auf seinen Herrn und Meister zu? Nein. Ja, auf die Situation, da wo sein Meister mit. Er macht ja, einen Sturmangriff. Er verteidigt. Er sieht gerade, wie jemand mit einer Balestrina über Hohen steht. Alles klar, gut. Aber er macht einen Sturmangriff auf schwieriges Gelände. Das besteht in der Schwernis. Was hat er für eine Waffe? Schwert, okay, das ist DKN. Dann nutze ich doch meine beiden freien Aktionen, um beide Dolche zu ziehen. Gut. So. Also sein Sturmangriff würde funktionieren. Okay, kurz Kampfreiter nochmal aufmachen, so mit Paradewaffe. Ja, ist ja nicht weiter für mich erschwert, da ich jetzt mit Paradewaffe pariere. Deswegen binde ich seinen Sturmangriff. Kannst du das? Kannst du deinen Sturmangriff binden? Nirgendwo steht, dass du den Sturmangriff nicht binden kannst. Okay, ich wollte es nur wissen. Und die nötige Distanzklasse hat er auch. Genau, ich binde den um 6 Punkte. Ist deine Distanzklasse denn jetzt die richtige? Ja, aber dann hätte er jetzt das Ding gezogen. Genau, ich kann nur auf H angreifen, aber ich pariere mit der Paradewaffe. Und deswegen kann ich jede Distanzklasse parieren. Okay. Damit ist er um 6 Punkte gebunden. Also, wie ist das denn? Und ich fange gerade erst an. Ich wünschte, ich hätte meine Rüstung angezogen. Gut, das war meine 8. Dann die 12 ist durch. Ja, dann 18. Achso, der ist auch. Ist der weg? Na, der hat pariert. Der hat pariert, ne? Da ist noch gar nichts passiert. Gut. Was tust du? Ich bewege mich eine Aktion lang. Stopp. Ja, okay. Ich fange erstmal mit dem Passierschlag an. Nee. Den Passierschlag kannst du erst machen, sobald ich mich bewege. Genau. Also erstmal, du schießt noch mit ihm dran. Er zieht vor und ballert dir 2 Aktionen ein. Okay. Beziehungsweise in der ersten Aktion werde ich ihn aus der Parade entwaffnen.
Nee, kannst. Kann ich ja sehr wohl. Du hast angesagt, dass du. Ich habe gesagt, ich gehe. Meine Parade habe ich noch. Bei Aktionen pro Runde, Frosty. Ja, okay, gut. Ich kann das zwar zählen. Ja, gut, gut, gut. Also, ich mache jetzt erstmal. Was mache ich denn? Finte 5. Gut. Ich, wie gesagt, entwaffne ihn aus der Parade. Dies gelingt. Oh, warte. Jetzt kann er eine KK würfeln? Warte, nein, gar nicht. Den muss ich shippen, sorry. Warum? Weil Finte 5. Warte, 13. Doch, nein. Alles gut, es schafft gerade so. Es reicht gerade so. Gehört der gefällige 13. Jetzt darf er eine KK um 10 ablegen. Weil Meister dich jetzt entwaffnen. Nee, 17 hat er nicht. Dann fällt seine Waffe zu Boden. Okay, er ist unbewaffnet. Und dann gehe ich weg. Stopp. Sturmangriff kann ich nicht mehr, weil er stehen geblieben ist, aber ich würde mich tatsächlich in deinen Rücken bewegen mit einer Aktionposition, oder? Nee, ich mach zwei Schritte auf dich zu. Nee, gut, weil sonst würde er einen Passierschlag kriegen. Nee, zwei Schritte auf dich zu und dann ist das nur eine Freiaktion und dann hau ich dir. Du hast keine Parade mehr. Ich kann umwandeln. Richtig, und so. Richtig. Wuchtschlag 5. Gut, dann wandle ich halt um. Danke, Kampfgespür. Und entwaffnen aus der Parade. Nochmal Schwert um 4, um 8. Ja. Es ist nicht geschafft. Muss ich shippen. Ha! Easy! Als ja, bestätigt das bei uns? Bitte nicht Waffe voll. Achso, ich muss das bestätigen. Du musst das bestätigen, ja. Also, das sind W12, goddammit. Ich wollte gerade sagen, W12 bestätigen. Es ist nicht bestätigt, nicht. Also alles gut. Einfach noch nicht gelungen. Gut. Dann mach deinen Schaden. Nee, ich hab nicht getroffen. Ah, oh, okay. Ich hab nicht getroffen. Dann habe ich aber noch eine zweite Aktion. Und zwar wird der dich mit Raufen angreifen. Mhm. Und der dich mit dem Schwert. Mhm. Ich habe jetzt keine Raufenwerte. Ich gebe ihm einfach mal einen Raufenwert von 16. Mhm. 12 getroffen. Mhm. NW6 plus 1. 6. Warte, Raufenwert von 16 ist dann nicht gelungen, weil er A. Erschwernis gegen bewaffnet hat und B. Erschwernis für Distanzklassenüberbrückung, denn wir stehen noch auf DK1. Ja, wie? Erschwernis für bewaffnet ist plus 2 und DK heißt plus 6 pro Distanzklasse. Gut, das ist die Frage, weil sie sind jetzt auch im Bewaffneten. Bewaffnet gegen unbewaffnet. Ja, das auch, aber sie sind auch in Überzahl. Das war jetzt die Frage, die ich hatte. Aber okay, dann hat er nicht getroffen. Er versucht nach dir zu raufen. Kannst einfach drunter durchtauchen. Und dann kommt jetzt das Schwert. Du hast keine Aktion mehr. Mhm. Du musst dann freies Ausweichen. Wieder Wuchtschlag 5. Und da habe ich Glück gehabt. Da habe ich richtig Glück gehabt, weil ich hatte noch eine Erschwernis. Wow. Stimmt, das ist genau geschafft. Damit, okay. Gib mir Schaden. Das könnte jetzt übel werden. Wuchtschlag 5, hatte ich gesagt. Da sind 12. Okay, 12 macht 11, macht 18. Ja. Gar nicht mal gut. Dann bekommst du von dem allerersten Gift einen weiteren W3 und von ihm noch ein W3, also 2W6. 1 und 3. 1 und 3 macht also 4. So, dann sind die durch. Du wolltest vorziehen, ist aber durch. Jetzt sind meine auf der 21 dran. Die laufen hier rein, müssen sich orientieren im Nebel. Er bleibt davor stehen. Der geht dahin. Und weitere Leute, die auf der Treppe auftauchen. Und dann habe ich hier noch welche. Die tauchen im Kleiderschrank auf. Ich glaube, das sind alle. Ja. Diamantis hat auch schon vorgezogen. Nächste Kampfrunde. Nee, ich habe noch einmal pariert. Ich habe noch eine Aktion. Okay, meine Linie steigt im Übrigen um 3. Ha. Und zwar, ich habe gebunden. Das gibt mir eine Erleichterung für 6, wenn meine nächste hat. Aber ich bestehe auf DKN. Das heißt, um angreifen zu wollen, nehme ich eine Schwernis von 6 an. Das heißt, ich greife normal an. Ja. Idiot hat mich, hab mich zwei Runden lang von denen vorziehen lassen. Ja, und das ist tatsächlich. Habe ich mein Chip schon ausgegeben? Wofür? Nein, du hast nur Glück ausgegeben. Ach, die sind alle durch. Ja, ich glaube, dann gebe ich mein Chip mal dafür aus. Die Schicksalspunkte habe ich doch alle schon benutzt. Er hat Glück ausgegeben auf der Mauer. Ich glaube, ich habe nur Glück ausgegeben. Glück ausgegeben, genau. Sicher, da war doch irgendwas anderes noch. Nee. Aber das ist immerhin kein Patzer. Das wäre dann noch misslungen, aber.
Ey, das wird so übel. Ein Patzer. Warte, hast du die Erleichterung fürs Binden eingerechnet? Ja, habe ich. Okay. Ich habe ja noch eine 6er Schwernis fürs Distanzklasse. Ja, gut. Hättet ihr mal den anderen Helden Bescheid gesagt, dann könnten die euch jetzt retten. Fex hilft. Ich glaube nicht. Okay, dann ist deine Aktion durch. Kampfrunde, irgendwas. Ich handle. Warte. Wir machen. Okay, gut, mach. Ich renn weg. Ja, stopp. Ich zieh vor. Kannst du nicht, wir sind doch derselben Ini. Ja, und meine deine Basis-Ini ist höher oder nein? Meine Basis-Ini sollte höher sein mit 18. 18. Ja, auch. Ja, dann da hast du keine höhere. Ja, klar, aber da ich Spielercharakter bin, darf ich dann zuerst handeln. Wer sagt das denn? Wir, schon immer. Na gut. Ich renn weg und springe an das Seil. Stopp, so, zwei Passierschläge. Ja, klar, easy. Schwerter macht. 7, ich muss gerade gucken. 19, das ist dann um 8er Schwert auch geschafft. Sagen ja. Wir der zweite, war der mit dem Schwert? Ja, okay. 9, da ist kein zusätzlicher Schaden bei. Sind 8, aber zum Glück bin ich ja eisern. Warte, 10 da. Gut, das waren und die Passierschläge. Und wie gesagt, ich springe an das Seil. Doch, Passierbiss vom Affen. bitte, 15, komm. Nicht getroffen. Nie im Leben. Zieh ich mal weg. Gut, dann bist du an dem vorgezogen. Ja. Soll ich noch klettern würfeln? Nee, du kriegst noch einen Passierschlag von dem anderen Wachmann, der da steht. 9, der hat auch getroffen. Dieser hier. Sicher? Klar. Also, nein, der ist auf dir. Ich komme von hinten. Du läufst in seinen Kontrollbereich. Ich kommst von da und läufst in den Kontrollbereich. Aber nie im Leben. Doch. Nein. Nimm. Dann muss ich jetzt meinen Chip verbrennen, sonst bin ich nämlich unter 0. Ja, dann mach das. Dann tue ich das. Gut, dann bist du raus. Kann ich für den verbrannten Chip wenigstens Huren mitnehmen? Nein. So, du verbrennst deinen Schicksalspunkt und stirbst nicht, genau. Er tippt noch weiter Gift. So. Dann komm, ist. Sagen wir wenigstens, das Gift ist raus. Ja, du überlebst die Situation. Gut. Gut, dann die 8. Ich würde vorziehen. Ja. Stopp. Ich springe ans Seil ran. Ist mir egal, ich will so fliehen. Ja, klettern. Das soll gelungen sein, ja. Dann bist du raus. Ja, da wir jetzt alle fliehen, sehe ich hinterher. Mhm. Wäre gut, wenn jemand weiß, wo ihr abbleibt. Das wäre sonst sehr ungünstig. Ja, hat es Jalan jetzt eigentlich mit dem verbrennenden Schicksalspunkt hochgeschafft? Oder? Er liegt da, hat seinen Schicksalspunkt verbrannt. Das heißt, ich bin raus. Du liegst da mit einem Lebenspunkt und wirst die Situation überleben. Punkt. Wenn ich einen Handelspunkt habe, bin ich raus. Das war schon immer so. Also bin ich jetzt oben auf dem Dach bei den anderen. Ja, dann kann ich auch noch hochklettern. Bin ich mit einem Lebenspunkt. Also entweder bleibst du jetzt kampfunfähig liegen oder ich mache weitere Sturmangriffe, die habe ich noch. Ich bin an das Seil. Ich gehe hin und springe an das Seil, kletter hoch. Ich bin eisern, ein Lebenspunkt macht mir nichts. Dann würfelst du noch eine Kletternprobe. Ja, das war doch die Frage. Rusti. Muss denn klettern? Hier ist klettern. Wenn die jetzt natürlich scheitert, stehe ich doch nicht gut aus. Ja, bist noch nicht weg. Egal, eh. Bist noch nicht weg, keine Sorge. Diamantes. Ja, Kletternprobe habe ich schon gemacht. Vorgezogen habe ich ja auch. Also bin ich ebenfalls auf dem Dach. Mhm. Gut, dann mache ich auch Aktion Position und Klettern. Das wird natürlich nur mal einer einzeln schaffen. Wobei einer einzeln. Nö, Diamantes, also. Kann man das Seil durchschneiden? Nicht mit deiner Intuition von 12. Okay. Ich habe Intuition 13, aber egal. Aber Diamantes müsste noch eine Aktion haben. Ja, also wenn ihr alle gemeinsam in einer Aktion an dem Seil hochklettert, dann mache ich das genauso. Wie hoch ist denn das denn? Kann ich da einfach hochspringen? 3 Meter? Ich meine, kann man hochspringen und mich hochziehen? Ich würfel da auch gerne eine neue Probe für oder die plus 10. Flexaris ist ja schon oben. Da kann ich nicht mehr. Es geht darum, dass Diamantes. Okay, dann würfel einmal eine Körperbeherrschungsprobe. Dann kann nämlich der eine klettern, der andere versucht dann ebenso hoch zu klettern. Zumindest ist der andere auch hoch. Ich möchte betonen, dass keine Rüstung anzuhaben scheiße ist und ich es nie wieder tun werde. Okay.
Okay, dann ist Diamantis auch oben und dann wirf ich eine Körperbeherrschungsprobe, um für den anderen eben so zu springen. Doppel 1. Uff. Sehe ich 2 nach oben. Hat noch jemand ein Chip? Nein. Ja, und schon 3 machen wir da dran. Die anderen bleiben unten, versuchen Horun irgendwie zu retten. Weiteres Gekläffe vom Hof, weitere Rufe. Nächste Kampfrunde. Ich renne den Dachboden lang, so schnell es geht. Ja, die anderen kommen auch. Dann gebe ich euch erstmal Passierschläge. Zwar jedem einen. Jedem einen. Das ist alles nicht gelungen. Gut. Dann geht es übers Dach auf der anderen Seite in den Elfengarten. Mhm. Athletik. Athletik. Dann würfeln Athletik. Oh Gott, okay, da ist meine Doppel 20. Und die würfel ich repräsentativ für alle. Fällt hin, rutscht vom Dach. Uff. Landet auf der Veranda. Ja, ist okay. Gut, ich überlege gerade. Den Leuten kann ich auch nichts mehr anfangen, die unten stehen. So endet dieser Abend, diese Nacht, diese Mission. Nicht so erfolgreich wie gewünscht. Ihr habt die Bibliothek nicht gefunden, aber seid mit dem Leben davon gekommen und habt euch einen neuen Feind gemacht. Horun, der Giftfürst der Südlande, jagt euch.